Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Q&A-Video und zwar habe ich euch auf Snapchat gefragt, was ihr gerne mal wieder über mich wissen wollt. Wer es von euch noch nicht weiß, ich bin absolut Snapchat-obsessed. Irgendwie gefühlt meine Snapchat-Story ist 5000 Minuten lang. Hashtag sorry not sorry. Und ich würde sagen, da ich bei euren Fragen bzw. bei den Beantwortungen eurer Fragen immer 1000 Millionen, 1 Milliarde Stunden erzähle, let's do this, go. Sorry, ich habe gerade die ganze Zeit in den kleinen Monitor hier von mir geguckt, weil mein Make-up ist heute irgendwie anders als sonst und ich bin es nicht so ganz gewohnt, aber was sagt ihr dazu? Ich mag's. Ihr mögt es bestimmt wieder ganz viele nicht, weil too much, aber Team JJ mag's gerne. On fleek! Würdest du mal auf die Videodays kommen oder allgemein nach Nürnberg oder Bamberg ein Fan-Treffen starten? Würde mich freuen. Die Frage zu den Videodays hat mich jetzt schon in letzter Zeit öfter verfolgt. Da wir als Team JJ halt so stark am Wachsen sind, besteht jetzt auch für mich als YouTuber endlich die Chance, dass ich zu den Videodays darf. Ich bin gerade noch so ein bisschen am gucken, wie das zeitlich alles passt. Es gibt dieses Jahr zwei, also in verschiedenen Städten, in Köln und Berlin, einmal im Mai, glaube ich, und einmal im August. Das im August passt auf jeden Fall. Im Mai muss ich mal gucken. Es könnte sein, dass das ein bisschen knapp wird, aber sobald irgendwas steht oder sobald ich irgendwie mehr weiß, lasse ich es euch definitiv natürlich auch auf Instagram und Snapchat und Twitter und überall wissen. Da seid ihr immer up to date. Ich habe eine Frage. Und zwar ist es schon ein bisschen peinlich. Wurdest du schon von einem Kerl angemacht, beziehungsweise angelabert? Also ich muss zu der Frage sagen, ja, ist schon mal passiert. Ich persönlich mag es nur nicht, da so eine riesengroße Show draus zu machen, weil es mir halt irgendwie auch so ein bisschen unangenehm ist. Ich möchte halt auf gar keinen Fall irgendwie Männer reinlegen oder so, weil das kann echt böse ausgehen, wenn die danach irgendwie schnallen, okay, I'm not the kind of lady you thought I am. Nachher werden die aggressiv und hauen mir eine runter, da habe ich keine Lust zu. Es ist aber schon ein, zwei Mal passiert, als ich feiern war. Ich gehe extrem selten und wenig feiern, weil ich habe halt lieber meine Ruhe am Wochenende. Abends bin ich meistens total kaputt, trinke irgendwie mit meiner besten Freundin oder mit meinem Mann Wein und das ist so mein Wochenende. Aber wenn ich feiern gehe, passiert zwischendurch halt schon. Ja. Hallo Julian, ich wollte mal fragen, was so dein Lieblingsoutfit für den Sommer ist. Team JJ. Also im Sommer ist es bei mir so, dass ich eigentlich nur nackt rausgehe. Weder Badehose noch Bikini noch sonst was. Einfach nur straight up nackt. Wie viel Euro würdest du dir das Wort Loser ins Gesicht tätowieren lassen? Aber du dürftest das Tattoo nicht weglasern lassen und würdest du deine Haare vielleicht irgendwann bunt färben? Also Loser würde ich mir für gar kein Geld der Welt ins Gesicht tätowieren lassen. Eventuell in so einer richtig super schnörkeligen Schrift, dass das so aussieht, als könnte da vielleicht auch Love oder sowas stehen. Dann würde ich es bestimmt für 500.000 Euro. Das klingt vielleicht für manche jetzt wenig und alle würden sagen, oh mein Gott, sag doch 10 Millionen oder sonst was. Aber nö, wenn mir jetzt jemand sagt 500.000 Euro und ich darf selber das Design von der Schrift und die Schriftart aussuchen, ich glaube, das würde ich machen. So ein bisschen hier eine Schläfe oder so. So dick Loser. Was sagt ihr dazu? Und Thema Haare färben. Ich habe total Bock drauf. Ich weiß nur ganz genau, dass wenn ich es tue, es zwei Tage später bereuen werde. Ich habe meine Haare jetzt 3,5 Jahre wachsen lassen, um auf diese Länge zu kommen. Ich weiß, ich habe heute ein schwarzes Outfit. Man sieht es nicht so ganz, aber sie gehen jetzt schon über die Brustwarze, wenn man sie halt so vorne hat. Sie sind halt komplett nicht angefasst. Also es ist keine Tönung drin, keine Farbe, kein nichts, nix. Ich weiß halt, wie schnell man sich das versaut und wie viele Mädels irgendwie mit gefärbten Haaren sagen, ich würde so gern wieder zurück zu meiner Naturhaarfarbe, aber das ist so schwer. I don't know. I'm not sure. Aber jetzt kommt ihr ins Spiel. Wenn ich meine Haare färben würde, was für eine Farbe sollte ich nehmen? Lasst es mich definitiv mal unten in den Kommentaren wissen. Hey JJ, erstmal bin ich ein riesen Fan von dir und meine Frage ist, wenn du deinen Mann nicht hättest, könntest du dir denn vorstellen, mit einem Fan etwas anzufangen? Nee. Also so blöd wie es klingt, erstens, ich finde halt den Ausdruck Fan immer so ein bisschen krass, weil ich denke mir, ich bin auch nur ein ganz normaler Mensch, so, ich bin ja nicht Beyoncé oder so. Die Tatsache, dass ein paar von euch sagen, sie sind richtige Fans. Ich komme da irgendwie nicht so ganz drauf klar. Und dann irgendwie da wirklich was mit einem Fan anzufangen. Nee, ich glaube, das ist mir too much. Ich glaube, da sollte man schon so ein bisschen Distanz bewahren. Jemand mal zu umarmen oder so. Oder auch einen Schmatzer auf die Wange zu geben. Schon mal was anderes. Aber richtig, nee, I'm sorry, da muss ich dich leider enttäuschen. Hey Julian, und zwar ist meine Frage, was ist deine Lieblingslippenstiftkombination? Und meine zweite Frage ist, wie würdest du reagieren, wenn du ganz normal auf der Straße läufst und dich dann halt richtig komisch angucken würden und dich halt blöd anmachen würden?
Story of my life passiert jeden Tag. Dass mich Leute doof angucken oder dumm anmachen oder beleidigen oder so, das passiert, wenn ich so draußen in der Stadt bin, locker 500 Mal am Tag. Na gut, vielleicht nicht 500, vielleicht 480 Mal oder so, aber nee, passiert schon oft. Ich ignoriere es einfach zu 100%. Ich tue einfach so, als hätte ich es nicht gehört und als ob das Gelaber überhaupt gar nicht bei mir ankommt. Ich glaube, das ist halt meiner Meinung nach irgendwie der beste Weg, damit umzugehen, weil wenn man das Ganze halt noch so ein bisschen aufbauscht, dann meiner Meinung nach geht es immer in die Hose. Und was mein Lieblings-Lippenstift-Kombi ist, ich feiere zurzeit total die Kombi Soar Lip Pencil von MAC mit Cream Cup. Absoluter Hammer, I'm obsessed, I'm in love. Total die geile Kombi, zumindest jetzt gerade im Frühling, Hammer. Hey, ich hatte eine Frage an dich und zwar, würdest du eher einen Monat lang auf Duschen verzichten oder ein Jahr lang auf Pizza? Boah, Lilly, das ist mega unfair. Aber ganz ehrlich, ja okay, wenn ich schummeln dürfte und in dem Monat, wo ich nicht duschen darf, baden darf, dann würde ich das nehmen. Aber wenn ich das nicht darf, ja ganz ehrlich, geht ja nicht anders. Dann muss ich halt auf Pizza verzichten. Allein der Gedanke daran stresst mich. Dankeschön. Ob ich meinen Freund bzw. meinen Mann mal in einem meiner Videos zeige, habe ich jetzt, glaube ich, schon in jedem einzelnen meiner Q&As gehört. Ich weiß, wie sehr ihr es euch wünscht. Ich weiß aber auch, wie sehr ich es mir wünsche. Das Ding ist halt einfach, mein Mann ist nicht so der Fan davon, sich selbst ins Internet zu stecken. Und ich erkläre es in jedem Video aufs Neue. Ich finde halt einfach, man muss das respektieren. Ich bin schon dabei, ihn so ein bisschen zu pushen, so nach Motto, komm, Team JJ will dich sehen. Aber ich finde halt auch, wir müssen so respektvoll sein und im Zweifelsfall seine Entscheidung respektieren. Wenn er das nun mal halt nicht möchte, dann möchte er das nicht. Aber wie gesagt, ich bin dabei. Ich bin dabei. Gib mir eine Second. Gib mir eine Second. Wird es mehr Videos von deiner Zwillingsschwester geben? Was meine Zwillingsschwester Jacqueline angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, auf Instagram waren eigentlich zu 99% alle dafür, dass sie wiederkommt. Und auch die Kommentare unter dem Video sind eigentlich zu locker größtenteils super positiv, weil die meisten von euch das Ganze halt echt mega witzig fanden. Ich weiß nicht, ob ich sie überzeugen kann, nochmal zu kommen, aber so wie ich das von ihr mitbekommen habe, ihr hat es mega Spaß gemacht. Wenn sie nochmal möchte, würde ich sie lassen, damit es nicht nochmal so eine Riesendiskussion gibt und sie mich nicht nochmal überfallen muss. Und damit sie nicht wieder gewalttätig werden muss. Aber ich denke, eventuell hat sie bestimmt Bock. Sie ist so eine kleine Attention-Whore. Sie will immer Aufmerksamkeit und Fame und so. Sie denkt ja, sie ist die Allergeilste. Aber habt ihr ja gesehen. Hey JJ, ich wollte fragen, ob du und dein Mann, ob ihr euch vorstellen könntet, mal ein Kind adoptieren zu wollen können. Definitiv. Also mein Mann und ich haben schon mal drüber gesprochen, über das ganze Thema. Zurzeit, während meines Studiums, ist das Ganze halt auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Aber langfristig werden mein Mann und ich auf jeden Fall Kinder haben. Sie war gerade so leise, ich weiß nicht, ob ihr sie verstehen könntet, aber sie hat sich gewünscht, dass ich mal ein Video auf Spanisch mache. Si ustedes quieren, no sea ningún problema hacer un video totalmente en español, pero para mí es muy importante que más que una persona lo quiere y que más que una persona va a entenderlo. Si sabéis español, me dais un comentario y escribid si lo queréis o no. Würdest du mal mit einem Fan Pizza essen gehen oder Burger essen gehen? Auf jeden Fall. Also ganz ehrlich, wenn irgendjemand von euch mit mir Pizza gehen essen möchte, girl, I'm down for that. Geschminkt und super hübsch, aber Ferien, so ist es, ne? Ich Geht mir ganz genauso. Lebensträume. Ich möchte halt irgendwie langfristig gesehen wirklich glücklich werden von innen heraus. So, ich glaube, es wird im Leben immer Dinge geben, mit denen man nicht so zu 100% zufrieden ist und das ist auch total in Ordnung. Auch für einen Perfektionisten wie mich. Man muss sich irgendwie damit anfreunden, dass das Leben nicht so funktioniert zu 100%, wie man möchte. Langfristig gesehen möchte ich einfach, dass mein Mann und ich eine wundervolle Zukunft haben, dass halt alles mindestens genauso schön bleibt, wie es jetzt ist. Wenn es besser werden kann, ich wüsste nicht wie, aber wäre ich auch offen dafür. Des Weiteren fände ich es halt total toll, wenn das mit YouTube hier genauso toll weitergeht wie bisher. Ich liebe es, euch in meinem Leben zu haben und alles mit euch zu teilen, was so abgeht und was so los ist. Und einfach diese Community hier mit euch zu haben, das gibt mir so viel. Ich erinnere mich oft zurück, wie es mir so als Teenager ging, wo ich so das Gefühl habe, ich habe zwar irgendwie meinen Freundeskreis, die für mich da sind, aber ich hatte halt immer den Eindruck, dass mich so die allgemeine Gesellschaft total scheiße findet. Und jetzt zu wissen, dass es so viele Leute gibt, die mich gar nicht wirklich
persönlich, also in real life, sag ich mal, kennen und trotzdem sagen, du bist toll und ich würde dich so gerne kennenlernen, ist halt einfach so ein geiles Gefühl. Im Prinzip bin ich sehr, sehr glücklich mit meinem Leben, so wie es jetzt ist. Hallo, ich wollte dich fragen, wie du es geschafft hast, so selbstbewusst zu werden. Und ich hab dich ganz so lieb und würde es nicht ganz, ganz doll an meine Tante. An deine Tante? Okay. Thema Selbstbewusstsein ist für mich persönlich super, super wichtig. Ich habe das eben schon so ein bisschen, was Thema Glücklichsein und so angeht, angesprochen. Aber was mein Selbstbewusstsein extrem nach oben geboostet hat, ist einfach die Tatsache, dass ich mir gesagt habe, wenn ich irgendwie am Ende des Tages zu Hause ankomme und meine Zähne putze und mir dabei in den Spiegel gucke und so ein bisschen über den Tag reflektioniere, vor wem muss ich mich rechtfertigen? Wem bin ich Rechenschaft schuldig, außer mir selber? Und bis mir irgendwann klar geworden ist, dass ich niemandem Rechenschaft schuldig bin, außer mir selber, das war ein extrem langer Weg. Aber ich denke mir halt einfach, warum sollte man sein Leben so leben, dass anderen das gefällt, wenn man doch mit sich selber am meisten Zeit verbringt? So, ich finde, wenn man niemandem anderes schadet, dann sollte man doch in erster Linie das tun, was einen selber glücklich macht. Weil wenn man das tut, was einen glücklich macht und man selber glücklich wird, dann ist doch alles andere im Prinzip zweit- oder nebenrangig. Weil ich denke mir, warum sollte man anderen Leuten so viel Macht und Power in seinem Leben geben, dass sie über das eigene entscheiden? So, das klingt doch schon total absurd. Ich weiß, man macht es eigentlich oft so, weil man es irgendwie so anerzogen bekommen hat, auf die Meinung anderer Leute zu achten. Aber ich denke mir, fuck that. Am Ende des Tages muss man sich nur für sich selber rechtfertigen. Und wenn das Leben irgendwann vorbei ist und man, sag ich mal, im Sterben liegt oder so drastisch, wie das jetzt klingt, will man sich denken, hätte ich mal gemacht, hätte ich nicht auf die anderen gehört, sondern hätte ich auf mich selber gehört. Das möchte ich mir selber nicht antun. Diesen Moment möchte ich niemals erleben. Ich möchte irgendwann zurückgucken und sagen, ich habe genau das gemacht, was ich tun wollte und ich bin stolz darauf. Das heißt nicht, dass man respektlos oder rücksichtslos sein soll, aber ich finde, man soll halt sich selber auf jeden Fall treu bleiben. Wir fragen uns, liebe JJ, was du dir von der Reise nach Los Angeles erhoffst. Wir fragen uns außerdem, mit wem du nach Los Angeles fährst. Also was ich mir von Los Angeles erhoffe, ist natürlich erstmal eine extrem geile Woche zusammen mit meinem Mann. Mein Mann begleitet mich auf die Reise und ich freue mich total darüber, dass wir das beide zeitlich so einrichten konnten. Und ich freue mich natürlich mega mäßig Davy Wavy kennenzulernen. Ich hatte ja schon mal in meinem Ankündigungsvideo, dass ich nach L.A. fliege, von ihm erzählt. Aber es ist ein riesengroßer amerikanischer YouTuber, der sich halt allgemein auch so ein bisschen für LGBT, also lesbisch, bi, gay und transgender Themen sozusagen so ein bisschen einsetzt, was ich mega, mega cool finde. So eine Person, so eine Spokesperson, so ein Idol für so viele wirklich hautnah kennenzulernen und mit ihm zusammen ein Video zu filmen, ist natürlich der absolute Traum. Wir werden ein Video für seinen Kanal und ein Video für meinen Kanal filmen. Und ich kann nicht warten, diese Inhalte mit euch zu teilen. Oh, mega süß. By the way, I love you all so much too. Und ich würde sagen, in diesem Sinne beenden wir dieses Snapchat Q&A Video. Ich hoffe unglaublich, dass das so ein bisschen spannend für euch war, diese Fragen von euch zu hören, denn ich bin mir sicher, dass sie nicht nur der Person auf der Seele gebrannt haben, die sie gefragt haben, sondern dass es allgemein viele Fragen waren, die so ein bisschen auch allgemein von Interesse sind. Falls das der Fall ist und ich euch mit diesem Video so ein bisschen den Tag versüßen konnte, lasst mir definitiv einen Daumen nach oben da und schreibt einen Kommentar unten in der Kommentarbox. Wenn ihr diese zwei Sachen abgehakt habt, bleibt nur noch eins, das wäre ein Abo, dann haben wir das Triple Sack. Meine Lieben, ich würde sagen, bis wir uns das nächste Mal sehen, habt einen schönen Tag!